Das ist das Yeti SB130, ein absolut modernes Trailbike. Das SB130 ist ein 29er mit 150 mm Federweg vorne und 130 mm hinten. Der Rahmen ist komplett aus Carbon und wiegt 2,91 Kilo mit Dämpfer. Ich bin 1,87 Meter und bin das Rad in XL gefahren. Der lange Reach von 505 mm in Kombination mit dem flachen Lenkwinkel von 65,5 Grad sorgt für sehr viel Laufruhe und Kontrolle beim Bergab. Und dafür sorgt dann aber der sehr steile Sitzwinkel von 76,9 Grad für viel Power auf den Pedalen beim Bergauftreten. Ich glaube, das Bike kann wirklich vielen Leuten sehr, sehr gut gefallen. Ob das jetzt derjenige ist, der eigentlich nur zu Hause unterwegs ist, derjenige, der viel in den Alpen für einen Alpencross oder für also eigentlich alles Mögliche in den Alpen unterwegs ist. Ich glaube, es ist wirklich jemanden, der sehr viel Sachen in einem Bike kombinieren möchte und irgendwie für alles die richtige Maschine am Start haben möchte. Außerdem haben die Profis dieses Jahr in der EWS gezeigt, dass man das Bike auf den allerhärtesten Trails dieser Welt bewegen kann. Für mich war es das erste Mal auf dem Switch Infinity Link und es hat einfach richtig gut funktioniert. Ich glaube, man merkt das erst, wenn man zum ersten Mal drauf sitzt. Und wie gesagt, dann die Kombination damit mit der richtig modernen Geometrie, mit dem steilen Sitzwinkel geht es halt bergauf sehr gut und dem flachen Lenkwinkel mit dem langen Reach sorgt dafür, dass es nach unten einfach jede Menge Laufruhe hatte. Und der Hinterbau fühlt sich einfach auch nach viel mehr als diesen 130 mm an. Also wenn man es nicht dazu sagen würde, glaube ich, würde jemand auch schätzen, dass es einfach mehr ist. Das kommt jetzt bestimmt hölzern rüber, aber das ist wirklich so gemeint. Für mich ist das Yeti SB130 eigentlich fast das perfekte Bike, weil es für mich fast alle Einsatzbereiche, die für mich beim Mountainbike-Fahren interessant sind, abdeckt. Von zu Hause bis in die Alpen, von der Spaßtour bis hin zum Rennen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und mehr Infos zum Bike findet ihr unter dem Video. Ciao!